Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Animal Crossing New Leaf. Heute gucken wir uns weiter das Museum an. Sorry, und dieses Mal die Fische. Und Meerestiere. Wakame-Alge. Wakame-Algen können über einen Meter lang werden. Dazu verranken sich die Sporen auf Felsen. Sie sind von Natur aus braun und nehmen erst beim Kochen die bekannte dunkelgrüne Farbe an. Nach dem Ernten verderben sie schnell. Daher macht man sie mit verschiedenen Methoden haltbar. So bestreut man sie etwa mit Asche und lässt sie trocknen oder salzt sie nach kurzem Aufkochen. Wenn das jetzt alles so viel Text hat, wie sollen wir das in einem Part schaffen? Kriechsprossalge. Kriechsprossalgen bestehen aus Kleinkugeln an dünnen Ästen und sehen ein wenig wie Trauben aus. Abgesehen davon haben sie mit den Weintrauben an Land nicht viel gemeinsam. Sie wachsen in warmen Ozeanen und sind sehr kälteempfindlich. Daher kann man sie schlecht kühlen. Seeigel. Seeigel sind nahe Verwandte von Seesternen und Seegurken. Sie sehen zwar unbeweglich aus, können sich aber dank vieler kleiner Beine tatsächlich fortbewegen. Sie ernähren sich von Algen auf dem Meeresboden, die sie mit dem Maul an ihrer Unterseite aufnehmen. Neben Nährstoffen enthalten sie auch viel Cholesterin, weshalb man nicht so viele von ihnen essen sollte. Seepocke. Seepocke. Seepocken heften sich an harte Flächen. Sie ähneln Muscheln, sind jedoch Verwandte der Krabben. Manche von ihnen sind essbar und schmecken sogar wie Krabben, was sie zu einer Delikatesse macht. Junge Seepocken schlüpfen aus Eiern, haben keine Schale und schwimmen im Meer. Ihre typische Schale entwickeln sie erst nach und nach, wenn sie wachsen. Das wird ewig dauern. Auster. Manchmal werden Austern auch als Milch der Meere bezeichnet, da sie einen hohen Nährwert haben. Junge Austern schlüpfen aus Eiern, heften sich an eine harte Oberfläche im Meer und beginnen zu wachsen. Sie können ihr Geschlecht wechseln und sich somit Austern jeglichen Geschlechts fortpflanzen. Was? Turbanschnecke. Turbanschnecken haben ein gewundenes Gehäuse mit einer Abdeckung zum Verschließen der Öffnung. Während der Fortbewegung, die der von Schnecken ähnelt, wird die Abdeckung zurückgeschoben. Turbanschnecken sind nachtaktiv und fressen Algen im Ganzen geröstet und sie sind eine Delikatesse. So wie alles hier anscheinend. Seeohr. Seeohren wachsen weniger als 2 cm im Jahr und brauchen daher mehrere Jahre, um auszuwachsen. Sie sind mit den Ohrschnecken verwandt und werden in einigen Kulturen für Zeremonien verwendet. Ohrschnecke. Sie sehen aus wie junge Seeohren, mit denen sie verwandt sind, obwohl ihr Verhalten eher Schnecken ähnelt. Zwar leben sie in einem anderen Habitat als diese, haben aber ebenfalls Fühler. Venusmuschel. Diese zweischalige Muschel lebt im Flachwasser und versteckt sich bei Gefahr im Sand. Sie scheidet eine zähe Flüssigkeit aus, mit welcher sie sich von der Strömung tragen lässt. Beliebt ist sie wohl in der Schale, geröstet, als auch in einer Vielzahl von Suppen und Eintöpfen gekocht. Wieso isst man denn immer alles? Kammuschel mit 3 M. Diese Muschel lebt auf dem Meeresboden und bewegt sich durch Auf- und Zuklappen ihrer Schale. An ihrem Mantelrand sitzen zahlreiche kleine schwarze Punkte, welche rudimentäre Augen sind. Sie hat insgesamt über 80 solcher Augen, mit denen sie Licht, jedoch keine Bewegung erkennen kann. In vielen Ländern sind geröstete Kammuscheln mit Butter eine wahre Delikatesse. Was auch sonst. Seeanemone, ich denke mal, das ist keine Delikatesse. Seeanemonen halten sich an Felsen oder Korallen auf dem Meeresboden fest. Mit ihren giftigen Tentakeln können sie Fische und andere Meerestiere lähmen, um sie dann zu fressen. Die einzige Fischart, die eine natürliche Immunität gegen das Gift besitzt, ist der Anemonenfisch. Eine Seeanemone
Mit Anemonenfisch bietet ein fantastisches Bild vom Leben unter Wasser. Seestern. Diese sternförmigen Tiere haben hunderte kleine Füße an ihren beweglichen Armen. Was? Damit können sie sich langsam fortbewegen und Schalentieren knacken, um sie zu fressen. Wird einer ihrer Armee etwa bei einem Angriff abgerissen, wächst er nach einer Weile wieder nach. Manche Seesterne nehmen Nahrung auf, indem sie ihren Magen ausstülpen und so Beute fangen. Wo war ich jetzt? Bei Seesternen, oder? Ja, scheiße. Ja. Oh, immer noch nicht fertig. Seegurke. Seegurken ähneln Seeigeln und Seesternen, sind aber schmaler, länglicher und auch weicher. Werden sie angegriffen, stoßen sie einen Teil ihrer inneren Organe zur Verteidigung aus. Dies kann der Angreifer behindern und ablenken, was der Seegurke eine Möglichkeit zur Flucht bietet. Einige Seegurken lassen Angreifer auch absichtlich diese inneren Organe fressen. Das ist allerdings ungefährlicher, als es klingt, da sie nach einer Weile wieder nachwachsen. Nacktkiemer. Nacktkiemer haben zwar kein Haus, gehören aber zu den Schnecken. Wegen ihrer vielfältigen Farben, Muster und Formen sind sie bei Tauchern auch sehr beliebt. Nacktkiemer sind Hermaphroditen, können sich also unabhängig vom Geschlecht miteinander paaren. Übrigens möchte ich mal was dazu sagen. Ich kenne die Texte alle auch noch nicht, weil ich wusste, irgendwann let's play ich das und da hatte ich mir das aufgehoben, mir das alles durchzulesen. Also ich mache das lieber mit euch, bevor ich zweimal lese. Meerstrudelwirber haben außer ihrem Aussehen wenig mit den Nacktkiemers gemeinsam. Die sehen nicht mal gleich aus. Sie sind sehr flach und einige Arten produzieren ein gefährliches Gift, das dem der Kugelfische ähnelt. Diese Würmer sind Hermaphroditen. Bei der Paarung kämpfen sie. Der Verlierer trägt danach die Eier. Was? Okay, noch zwei Seiten und dann noch eins extra. Fangschreckenkrebs. Dieser Krebs hat lange sichelartige Beine und einen dicken Panzer, der an seinen gesamten Körper fliegt eine Fliege. Und der seinen ganzen Körper bedeckt. Selbst gefangene Schalentiere kann er mit seinen extremen starken Scheren knacken. Bei Meeresfrüchteliebhabern ist er sehr geschätzt, wobei Weibchen mit Eiern höhere Preise erzielen. Hummer. Hummer haben anders als Langusten kräftige Scheren und sind mit den Krebsen verwandt. Sie sind um einiges größer als Krebse und können mehr als 100 Jahre alt werden. Hummer sind eine bekannte Spezialität der gehobenen Küche. Vor ihren Klauen sollte man sich allerdings in Acht nehmen und diese Fliege hier, die nervt mich. Schneekrabbe. Schneekrabben leben im tiefen Meer und sind eine kostspielige Winterdelikatesse. Erst beim Kochen wechseln sie die Farbe von dunkelrot zu dem typischen helleren Orangerot. Wenn diese Fliege ja gleich nicht weggeht, töte ich die. Sie können 20 Jahre alt werden. In dieser Zeit wachsen sie beständig und häuten sich mehrmals. Ein verlorenes Bein wächst mit der nächsten Häutung nach. Weibchen sind nur halb so groß wie Männchen. Hatte ich jetzt alles? Ja. Die Kegani-Krabbe. Diese Krabbe hat viele stachelige Haare, die allerdings einen sehr weichen Panzer bedecken. Sie lebt am Grund seichter Gewässer und ist eine Nahrungsquelle für Oktopoden. Zur Tarnung im Sand bedeckt sie ihre Haare mit Schlamm und Pflanzenteilen. Das Fleisch dieser Krabbe ist ein Favorit bei allen Krabbenliebhabern. Riesenkrabbe. Männliche Riesenkrabben erreichen mit ausgebreiteten Beinen eine Länge von bis zu 3 Metern. Das macht sie zur größten Krebsart weltweit.
Man nimmt an, sie existiert seit vielen Millionen Jahren, ohne dass sich ihre Gestalt verändert hat. Mit den weißen Punkten auf orangerotem Grund bietet sie einen prächtigen Anblick. Der Oktopus. Oktopus. Viele nehmen an, dass ein Oktopus 8 Beine hat, aber in Wirklichkeit sind seine Tentakel arm, ja, das weiß ich. Er hat einen ungewohnten Körperbau, sein Kopf sitzt zwischen Körper und Tentakeln. Die biegsamen Arme eignen sich gut, um viele kleinere Meerestiere zu fangen, besonders in Riffen. Werden sie angegriffen, stoßen Oktopoden schwarze Tinte aus. Stimmt, Tinte war das. Hatte ich ja in irgendeinem Let's Play mal vergessen. Die sich im Wasser verteilt. So sind sie für ihre Feinde meist nicht mehr zu erkennen und können die Flucht ergreifen. Röhrenaal. Röhrenaale verdanken ihren Namen nicht ihrer Form, sondern der Tatsache, dass sie in Röhren lebt. Diese Röhren graben sie sich im sandigen Meeresboden und fressen dort vorbeischwimmendes Plankton. Da sie sehr scheu sind, verstecken sie sich beim ersten Anzeichen von Gefahr sofort im Sand. Ja, das war's mit den Meerestieren. Wir machen diesen ganzen Raum hier und dann gucken wir uns die nochmal an. Perlboot ist das letzte hier. Diese Tiere sind mit den Tintenfischen verwandt. Sie existieren seit 60 Millionen Jahren. In den Hohlräumen ihrer Schale befinden sich Luft und Flüssigkeit, welche sie regulieren können. Dies ermöglicht ihnen, je nach Bedarf, in höhere Gewässer aufzusteigen oder in tiefere abzusinken. Sie haben an die 90 Tentakel, mit denen sie sich an Felsen festhalten oder Beute fangen können. Gut, dann gucken wir uns jetzt nochmal den Raum hier genauer an. Also ich denke, jeder weiß, dass das hier zum Beispiel der Seestern ist. Das ist der Nacktkiemer. Ja, yep. Das ist die Riesenkrabbe, denke ich, ganz klar. Ja, ist echt ein schönes Becken, finde ich. Es gibt auch noch schönere. Die hier sind etwas langweilig. Aber die anderen, die gucken wir uns beim nächsten Mal an. Denn ich möchte auch noch ein bisschen was anderes machen. Wir können uns auch einfach gleich die Gemälderäume angucken. Dann ist das auch gleich abgehakt. Das braucht keinen eigenen Part. Das hier zum Beispiel. Anmutsgemälde. Zurückblickende Schönheit. Künstler Hishikawa Moronobu. Entstanden im 17. Jahrhundert, Seidenmalerei. Ein handgemaltes Ukiyo-e aus der Edo-Zeit. Es zeigt eine elegant gekleidete Frau, die sich umsieht. Blumengemälde. 15 Sonnenblumen. Künstler Vincent van Gogh. Um 1888 entstanden Öl auf Leinwand. Dieses Gemälde ist Teil einer Serie, die entstand, als Van Gogh ausschließlich Sonnenblumen malte. Oh Gott, das ist groß. Ruhegemälde. Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte. Künstler Georges Seurat, um 1885 entstanden Öl auf Leinwand. Dies ist ein Werk des Pointillismus. Die dargestellte Szene besteht komplett aus kleinen Punkten. Was? Ich glaube, ihr könnt die Bilder leider nicht so gut erkennen. Es tut mir leid. Was ist das? Einfachgemälde. Knabe in Blau. Künstler Thomas Gainsborough. Entstanden 1770 Öl auf Leinwand. Gainsborough Porträt eines Jungen in blauer Kleidung ist nach wie vor sein bekanntestes Werk. Ach, hier ist sogar so eine Skulptur. Geheimnisbüste. Büste des Nofretete. Künstler Tutmosis
Um 1345 vor Christus entstand ein Kalkstein. Der Name dieser altägyptischen Königin bedeutet, die Schöne ist gekommen. Sie wird ihm gerecht. Sie wirkt ihm gerecht. Hier gibt es auch noch einen zweiten Raum. Den gucken wir uns auch an. Übrigens, die Meerestiere habe ich zu 80% circa komplettiert. Was ist das? Altertumgemälde. Dienstmagd mit Milchkrug. Künstler Jan Vermeer, um 1658 entstanden, Öl auf Leinwand. Vermeer ist als ein Meister der Lichteffekte bekannt, was dieses Werk auf subtile Weise belegt. Warmgemälde. Die begleitete Maya. Künstler Francisco de Goya. Um 1805 entstanden Öl auf Leinwand. Maya ist kein Name, sondern stand Anfang des 19. Jahrhunderts für eine attraktive Frau. Wintergemälde. Die Jäger im Schnee. Künstler Pieter Bruegel de entstanden 1565 Öl auf Eichenholz. Auch als Heimkehr der Jäger bekannt, Bruegels Söhne waren ebenfalls Kunstmaler. Enormgemälde. Die Nachtwache. Künstler Rembrandt van Rijn entstanden 1642 Öl auf Leinwand. Das Gemälde einer Bürgerwehr, eigentlich zeigt es eine Tageslichtszene, so ergab die Restauration. Haben wir noch Gemälde? Nein? Dann nur noch diese eine Skulptur. Ja. Galant-Statue, Jalant, keine Ahnung. David. Künstler Michelangelo um 1504 entstanden Marmor. Diese Statue von Michelangelo, keine Ahnung, sorry, zeigt den jungen David, der seinen Gegner Goliath entgegenblickt. Okay. Wir können noch in den Shop gucken. Solange. Oder wisst ihr was? Wir bleiben jetzt die ganze Folge hier im Museum. Und ich zeige euch meine letzte Ausstellung noch. Ja, ich weiß nicht, wieso ich die eigentlich gemacht habe. Das war halt meine erste und ich habe mich ein bisschen ausprobiert. Hier hat man die ganzen Sachen zum Beispiel von, wie hieß er denn? Gulliver. Ich glaube, den werden wir nicht mehr sehen, aber ist auch nicht so schlimm. Denn wie ihr seht, ein teures Bett, ich glaube, das hat 40.000 oder so gekostet. Ach Mann. Ja, ist, denke ich, eine ganz nette Ausstellung. Da ist nichts drin, weil es nur ein Ausstellungsstück ist. Genau. Kann ja auch mal das hier wegziehen. Denn das hier ist so ein komisches Bett, wo irgend so ein Blitz über uns ist. Das hier ist, denke ich, auch ganz nett. Ein Eiffelturm. Auch von Gulliver. Genauso wie diese Windmühle. Ein Chemie. Irgendwas mit Chemie war das, glaube ich. Dann so ein Krug. So ein Ritter und so ein Totem. Ich denke, viel passt hier eigentlich ganz gut rein, wie auch diese Möbel hier. Dieses Süßbett vielleicht nicht unbedingt, genauso wie diese Lampe. Aber ist okay. Ja, dann soll es das auch erstmal wieder hier gewesen sein für Animal Crossing New Leaf.
Ich weiß, vielleicht guckt sich das hier kaum noch jemand an, weil das halt nur noch Museum ist. Aber trotzdem danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.